Ja, willkommen mal wieder hier zu einem weiteren Video, ein Update-Video für euch da draußen. Bei mir ist einiges passiert in den letzten Wochen und ja, ihr habt es gemerkt, es gab weniger Videos, weil es gab nämlich einiges zu tun. Eine der Sachen war zum Beispiel die Kabinengespräche mit Market Lead und mit Butterbrot, wo ich unterwegs war, genauso mit Tuco Ramirez. Zu all dem könnt ihr schon das erste Video sehen, nämlich das von Market Lead. Ein herzliches Hallo aus Seevetal. Seevetal und Hamburg waren wir da unterwegs, das und Butterbrot. Und von Tuco Ramirez wird dann in den nächsten Wochen und Monaten erscheinen. Ich habe noch einige andere Termine, aber dazu kommen wir später. Des Weiteren war das Community-Treffen der Online-Liga-Manager mal wieder in Meddersheim. Wirklich toll. Und ich gebe euch natürlich auch noch mal ein kleines Update zu meinem Abnehmthema. Das voranschreitet aber nicht ganz so, wie ich will. Ihr wisst ja schon aus dem letzten Video zum Abnehmen, Pläne sind Pläne und die können über den Haufen geworfen werden. So auch bei mir. Ja, Corona kam dazwischen. Und ich habe auch in den Wochen danach immer noch so ein paar kleine Konditionsprobleme bzw. andere Probleme gehabt. Einfach so ein bisschen Nachwirkungen von der Erkrankung. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Das hat sich jetzt wieder alles so gelegt in den letzten paar Tagen, vielleicht in den letzten eineinhalb Wochen. Und von daher bin ich da jetzt auch gut durchgekommen. Leider habe ich es nicht geschafft, ein paar Projekte voranzutreiben, die speziell mit Abnehmen zu tun haben. Wobei eigentlich das Ganze, was ich tue, alles mit dem Abnehmen zu tun hat. Heißt, Kabinengespräche hat mit dem Abnehmen zu tun, aber auch das ganze Verreisen, was ich auch in letzter Zeit getan habe. Ich war ja nicht nur einfach so mal in den Kabinengesprächen, sondern auch zum Beispiel mal am Bodensee. War eh lustig, weil ich war in Hamburg, in Kiel, an der Ostsee am letzten Tag, muss ich auch sagen, geil gewesen. Vier Tage im Norden, einer davon zum Ausruhen, drei Tage davon sozusagen Arbeit. Hat mir aber super Laune gemacht. Dankeschön nochmal an Market Lead und an Butterbrot an der Stelle. Richtig Hammer gewesen, hat mir richtig Spaß gemacht. Also einmal durch ganz Deutschland gefahren, war auch mal ein spannendes Erlebnis, so alles mitzubekommen und alles da ja mal zu sehen, so einmal quer durch Deutschland zu fahren. Interessant auf jeden Fall. Ja, die Woche drauf war ich dann bei Tuco, auch ein schönes Kabinengespräch gewesen und ihr seht schon, das ist tatsächlich das, was mich bewegt und wo ich selbst auch sage, aktiv leben, nicht nur einfach abnehmen, sondern auch das Leben ein bisschen besser gestalten. Deshalb gab es auch die Walk in the Parks, deshalb gibt es Kabinengespräche und deshalb gibt es auch das Community-Treffen. Und da muss ich auch sagen, Community-Treffen, wow. Es war wirklich mal wieder eine Freude, alle zu sehen, die Bock haben auf Online-Liga und auch Bock auf das Community-Treffen hatten. Es fing donnerstags an. Ja, jetzt sind wir gerade in Meddersheim unterwegs, auf dem Weg zum Sully, der erste Tag. Und ja, mal wieder spazieren. Auch hier natürlich abnehmen. Let's go. Und wir freuen uns schon auf Community-Treffen. Heute ist Donnerstag und ich bin mal gespannt. Heute geht's zur Weinprobe, glaube ich. Und ich freue mich schon sehr auf die Jungs. So, wird schon cool. Bei Hexama da ein großes Shoutout, weil das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe mir sogar zwei leckere Weine geholt. Gleich sind wir beim Sully, 10 Minuten Laufweg. Alles in Ordnung, ne? Das ist schon mal ein klasse Start zum Community-Treffen. Wir haben ein bisschen Fußball gespielt. Da wird jetzt rübergezogen. Raus auf Joris, der nimmt den Ball geschickt an, setzt sich durch gegen Neustädter. Und Stevo, was für eine Einlage war das denn? Die polnische Rolle. Die polnische Rolle von Stevo an der Stelle. War brutal gut, hat riesen Spaß gemacht, auch wieder alle zu treffen und mit euch gemeinsam einfach ein schönes Community-Treffen zu haben. Und ihr merkt, bei mir geht es nicht nur darum, einfach irgendwie Sport zu machen oder irgendwie abzunehmen durch Essen oder welche Wege es auch immer da noch gibt, sondern ich möchte einfach auch aktiv leben. Heißt auch Freude ins Leben bringen. Weil ich sage immer, wenn man selbst nicht glücklich ist, kann man seine Ziele auch nie erreichen, weil man dann einfach im Kopf auch nicht so weit ist. Und der Kopf muss am Ende, gerade fürs Abnehmen, auch immer frei sein und auch glücklich und positiv gestimmt sein. Das erreicht man nicht immer. Natürlich, man muss auch mal durch die Täler durchgehen, aber so ein Grund
glücklich sein ist auf jeden Fall wichtig und deshalb mache ich auch am Ende genau diese Themen. Ja, und für euch auch noch das Update an der Stelle, wie viel ich überhaupt jetzt wiege. Ich habe es leider nicht ganz geschafft bis zum Community-Treffen mit den 5 Kilo, 3,5 Kilo sind es am Ende geworden. Aber wir machen weiter und verfolgen weiterhin unsere Ziele und unsere Pläne, soweit sie denn zutreffen. Demnächst steht auch an, dass wir dann nach Österreich fahren und da entsprechend dann ein Konzert erleben werden. Also ich bin sehr gespannt. Vielleicht kann ich davon auch euch ein bisschen was mitbringen auf Instagram. Bin ich mal gespannt. Es geht zu den Ärzten in Bad Hofgastein. Ich bin sehr gespannt aufs Konzert. Ich warte ja schon 3 Jahre drauf. Von daher, ja, die Projekte schreiten voran. Es ist noch einiges zu tun, wo ich sagen muss, spannend. Ich habe Bock drauf. Und da kommt ein Hund. Ja, spannende Themen warten auf uns, die da in Zukunft dann noch kommen werden. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch auf alles, was es noch an Projekten gibt. Ich bin ja auch wieder auf Kabinengespräche. Ich bin bei Bass in Mannheim. Ich fahre auch wieder nach Freiburg, sogar 2-mal. Das einmal im September und dann auch noch im Oktober, wo ich dann auch noch verschiedene Manager treffen werde. Zum Beispiel Biggie und Olli und auch Milo Calcio, wo einfach dann wieder Kabinengespräche sind. Und was soll ich sagen? Es wird auf jeden Fall geil. Ich freue mich auch immer über jedes Feedback, das ihr dazu habt. Also lasst gerne auch Kommentare da, schreibt mich auch gerne auf allen Kanälen an, die ihr so kennt. Ich freue mich immer über euer Feedback und wenn ihr Verbesserungen habt, einfach her damit. Ich freue mich auf jeden Fall immer wieder besseren und tolleren Content mit euch gemeinsam auch zu erstellen. Und da gibt es natürlich auch noch ganz coole News und zwar auch noch mal rund um Online-Liga. Seht ihr auch hier, ne? Online-Liga.de, das ist übrigens das Community-Treffen 2022 Trikot aus Mettersheim. Dankeschön nochmal an Worms, an den Felix und auch an Max für das Erstellen und für das geile Design. Ich freue mich da richtig tierisch über das Teil. Es gab auch noch von Juju Kärtchen ein Kartenset, ein Quartett mit den Mannschaften, die vor Ort waren. Zumindest ein Großteil der Mannschaften, die vor Ort waren. Es waren noch ein paar dabei, die eben dann leider kurzfristig nicht konnten. Die haben natürlich was verpasst, aber so ist das halt. Also einfach schön, was da alles entsteht. Die große, tolle Online-Liga-News ist natürlich für mich persönlich, dass ich mal wieder etwas zu feiern habe. Das gab es ja schon lange nicht mehr. Ewiger Zweitligist, die Tide Troopers, haben es jetzt endlich geschafft, in die erste Liga aufzusteigen. Was heißt, ja, mal schauen, wie die Luft da oben so ist. Ich habe vor, oben zu bleiben, aber ob das klappt, das werden wir natürlich erst in Saison 23 erleben. Es gibt ganz schön große Pläne. Ich bin auch am überlegen, wie es im Stadion weitergeht, wie es im NLZ weitergeht. Da wird auf jeden Fall auch noch mal ein paar kleine Updates kommen in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, Online-Liga geht weiter, Abnehmen geht weiter, Kabinengespräche gehen weiter. Das nächste Community-Treffen kommt wahrscheinlich auch. Zumindest habe ich so vernommen, dass sie alle Bock drauf haben. Hoffe ich zumindest mal. Wir müssen uns natürlich dann in den nächsten Wochen auch mal austauschen, was wir dann konkret machen werden. Ob es wieder nach Mettersheim geht oder ob wir vielleicht auch mal was ganz anderes uns anschauen. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Ideen, was eben auch Don Sully angeht, was Giuliano angeht und auch was Markus und das gesamte Team hinten dran angeht. Vielleicht können wir ja uns mal zusammentun und vielleicht auch mal eine Location finden, wo dann ja, das Team auch einfach mal ein Wochenende genießen kann, ohne uns dann auch noch mit Dingen zu versorgen und Arbeit zu haben. Wäre doch auch mal eine Idee, oder? Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderbare Zeit und wir sehen uns demnächst wieder hier auf dem Kanal. Euer Taika. Bis zum nächsten Mal.